Die Konfessionen sind wie kaum ein anderes Werk der Weltliteratur biblisch durchdrängt, fast auf jeder Seite. Auch wenn er nicht zitiert die Bibel, ist die biblische Sprache ist präsent. Es ist so tröstlich für mich, dass wir einen ähnlichen Weg haben dürfen wie Augustinus. Er ist heilig gesprochen, das heißt, wenn er so viele Umwege gegangen ist, so viele Fehler gemacht hat, so viel gesündigt hat, dann darf ich als Menschlein auch meinen Weg so annehmen. Dass Luther Augustiner-Eremit war, hat sich für zumindest die deutschen Zweige dieses Ordens als ziemlich verhängnisvoll erwiesen. Der Orden bekam einen Schlag, von dem er sich nie wirklich erholt hat. Doch der Orden hat nicht aufgegeben. Es gibt ihn noch heute. Der Augustiner Professor Dr. Cornelius Meyer dreht mit seinen weit über 80 Jahren jeden Morgen im öffentlichen Schwimmbad von Würzburg seine Runden. Er genießt weltweit den Ruf, einer der besten Augustinus-Spezialisten zu sein. Augustinus wächst im 4. Jahrhundert als Sohn eines Berbers und einer Christin in Tagaste in Nordafrika auf. Er fühlt sich innerlich zerrissen, ist ein Getriebener und stürzt sich in zahlreiche Liebesabenteuer. Mit 19 Jahren hat er bereits einen Sohn, den er Adeatus, von Gott geschenkt, nennt. Dann aber las er von Cicero ein Werk, das seine Art innere Bekehrung für ihn brachte. Cicero erzählt in dieser Studie an Hortensius, dass das entscheidende und das richtige Leben beginnt mit der Suche nach der Weisheit. Und da begann Augustin, sich nach diesem Motiv zu orientieren und die Weisheit zu suchen. Das Christentum hat ihm zunächst nicht gefallen. Deshalb wurde er Manichäer, ging der Manichäern auf den Leim, und 9 Jahre lang war er bei dieser Sekte. Diese persische Sekte nimmt Weisheit und Wissen verschiedener Religionen auf und entwickelt daraus eine dualistische Lehre zwischen Gut und Böse. Seine Mutter Monika versucht, ihren Sohn vom Christentum zu überzeugen. Doch Augustinus ist noch nicht bereit, die Bibel als Wahrheit anzuerkennen. Nach seinem Studium der Rhetorik und Philosophie ging er nach Mailand und wurde dort Professor sowie Redenschreiber des Kaisers Gratian. Immer noch forschen die Augustiner nach der Wahrheit, besonders in den Schriften ihres Ordensgründers. Vor ca. 30 Jahren baute Cornelius Meyer das Zentrum für Augustinusforschung auf. Kardinal Karl Lehmann und Benedikt XVI. Gehören zu den Gründungsvätern der renommierten Institution. Hier entsteht das Augustinus-Lexikon, ein internationales akademisches Begriffs- und Reallexikon zu Augustinus, sowie eine einmalige Datenbank. Über 30.000 Artikel zum Leben und zum Werk des Augustinus enthält sie bereits. Nach einem dramatischen Bekehrungserlebnis bekennt sich Augustinus zum Christentum und lässt sich im Mailänder Dom von Bischof Ambrosius taufen. Als überzeugter Christ kehrt er mit einigen Freunden in seine afrikanische Heimat zurück. Nun begann eben diese Suche im Christentum, innerhalb des Christentums, was ist eigentlich die Wahrheit? Und die Wahrheit fand er nicht mehr allein in der Philosophie, sondern allen voran im Glauben. Er gründet sein erstes Gartenkloster mit Laienmönchen in Hippo im heutigen Algerien und wird später Bischof. Er schreibt die älteste abendländische Mönchsregel und unzählige Werke wie die Confessiones, die zu den einflussreichsten Autobiografien der Weltliteratur zählen. Dilige et quodlis fac ist einer der berühmtesten Sätze, die von ihm immer wieder zitiert werden: Liebe und dann tue, was du willst. Das bedeutet nicht Libertinage, du kannst tun, was du willst, sondern du sollst die Liebe tun. Das heißt, Liebe, was das Christentum verlangt, und das, was die Liebe von dir verlangt, das tue. Im Kloster der Ritterschwestern in Würzburg wird aus der Theorie Praxis. Hier befindet sich ein Altenstift, eine Station mit 36 Pflegeplätzen und mehrere Hospizzimmer,
wo Sterbende aufgenommen werden, wenn die Familie sie nicht zu Hause betreuen kann. Wir sehen in der Gesellschaft eine Tabuisierung des Todes. Die Medizin hat heute viele Möglichkeiten und ist auch gut so. Die Menschen werden auch viel älter. Die Jungbleibegesellschaft, das alles zusammen lässt was aufkommen, dass der Tod vielleicht doch weit hinausgeschoben werden kann. Und damit wird er auch verdrängt. Und zum anderen erleben wir das Sterben eben selten noch zu Hause, sodass es Menschen gibt, die bereits 50 Jahre oder älter sind und noch nie einen Menschen haben sterben sehen. Doch was kommt, wenn die Zeit des Lebens abgelaufen ist? Ohne die Gnade Gottes in Leben, Tod und Auferstehung Jesu, so Augustinus, können Menschen nicht von Gott angenommen werden. Das Mitgehen, dabeibleiben, ist für die Menschen ein unheimlicher Trost, dass sie nicht alleine sind, dass sie jemand haben, der verlässlich ist in dieser Zeit, der auf der einen Seite das Leben noch mit ihnen teilt, also das bespricht, was sie gerne besprechen möchten, ob es jetzt das Schöne ist aus ihrem Leben, ob sie Rückblick halten wollen, oder ob sie die Ängste teilen wollen, wie werde ich sterben, was wird noch alles auf mich zukommen oder wo werde ich dahin kommen, wenn ich, was wird da geschehen. All diese Fragen mit den Menschen teilen ist für mich eine gute und schöne Aufgabe. Er ist auf die Welt gekommen, ganz erhört. Warum wird dem einen Gnade gewährt und dem anderen nicht? Um das Dilemma zu lösen, entwickelte Augustinus die Lehre von der Erbsünde. Alle Menschen haben durch Adam, den Stammvater, gesündigt und verdienen Strafe. Es steht Gott aber zu, sie zu vollziehen oder darauf zu verzichten. Das eine ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit, das andere seiner Barmherzigkeit. In seiner Ordensregel stellt Augustinus die Liebe in den Mittelpunkt. Ihr seid umso weiter vorangekommen, je mehr ihr um die Gemeinschaft statt um eure privaten Interessen besorgt seid, sodass alle zeitlichen Bedürfnisse überstrahlt werden von der Liebe, die ewig bleibt. Der Mensch kann sich nur wahrhaft verwirklichen im Dialog mit der Liebe. Hier ist Augustinus Wegweiser. Alle Arbeit soll ganz in dem Geist geschehen, dass sie mit mehr Freude für die Gemeinschaft geleistet wird, als wenn ihr sie für euch selbst verrichten würdet. Die Regel des heiligen Augustinus legt ebenso viel Wert auf den Einzelnen, wie auch auf das, was er oder sie anderen geben kann. Zusammenleben im Geist und im Herzen mit der Ausrichtung auf Gott. Deshalb seine starke Betonung des Gemeinschaftslebens. Gegenseitige Akzeptanz, gegenseitige Ermutigung und vor allem gegenseitiges Verzeihen. Der eigentliche Augustinerorden entstand in der Toskana, erst viele Jahrhunderte nach Augustinus. Papst Innozenz IV. Schloss 1244 dort einzeln lebende Eremitengruppen in Klöstern zusammen, wie zum Beispiel in San Gimignano. Und zwar auf Grundlage der Augustinusregel. Ihr Ideal war eine Güter- und Liebesgemeinschaft im Geist der Armut. Der Papst hatte dem neuen Orden eine klare Aufgabe zugeteilt. Er sollte sich in den Städten des Mittelalters, wo nicht nur reiche Handelshäuser, sondern auch eine vorher nicht gekannte untere Bürgerschicht entstanden war, um das Seelenheil der Menschen kümmern. Dazu gehörte regelmäßige Messen halten, sowie Buß- und Beichtmöglichkeiten anbieten. Begünstigt durch die weite Streuung der beigetretenen Eremitengruppen breitete sich der Orden in Europa schnell aus, bis Anfang des 16. Jahrhunderts ein Augustinermönch die Spaltung der Kirche herbeiführte. Alles begann in Erfurt. Martin Luther studierte an der Philosophischen Fakultät der Universität, erhielt den Magister Artium
und wechselte dann auf väterlichen Wunsch zum Studium der Rechtswissenschaften. Doch am 2. Juli 1505 wurde er in der Nähe von Erfurt von einem schweren Gewitter überrascht und rief in Todesangst zur heiligen Anna, der Mutter Marias: »Lässt du mich leben, so will ich ein Mönch werden.« Zu einer ernsten Beschäftigung mit dem Christentum und der Bibel, die er nur aus der Universitätsbibliothek kannte, war es damals noch nicht gekommen. Nach diesem Erlebnis bricht er seine weltlichen Bindungen ab und schlägt einen völlig neuen Weg ein. Als Luther im Gewitter von Stotternheim sagte: »Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden«, hat er ja eigentlich nicht festgelegt, welchem der vielen, vielen Orden er beitreten wollte. Es gab eine breite Palette von extrem asketischen Orden wie die Kartäuser bis zu relativ liberalen wie den Benediktinern. Luther tritt in Erfurt ins Kloster der Augustiner Eremiten ein. Das eine ist die ausgeprägte Askese dieses Bettelordens, was ihn angezogen hat. Das andere die Verbindung zur Universität. Er war Student und er konnte so mit einer Unterbrechung auch weiter studieren. Nun allerdings nicht mehr Jura, was der Vater wollte und wofür er viel Geld aufgewandt hatte, sondern Theologie, womit nichts zu verdienen ist. »Ich bin nicht gern und nicht aus Eifer ein Mönch geworden, viel weniger des Bauchs wegen, sondern da mich eine Angst und Todesschreck unversehens überfiel, tat ich ein erzwungen und erdrungen Gelübde«, gab er später zu. Doch er absolvierte, trotz Zweifel, die Probezeit und leistet die drei Gelübde: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Er wird Priester wie die meisten Augustiner und beschäftigt sich mit der Lektüre, die jeder angehende Priester lesen muss. Das erste Buch, das ihm im Kloster unterkommt, ist eine vollständige Bibel. Bis dato kannte er nur die Perikopenbücher. Jetzt pflügt er sich durch. In ganz kurzer Zeit kann er den lateinischen Text der gesamten Bibel fast vollständig auswendig. Ganz im augustinischen Sinne will er, dass alle Menschen die Bibel verstehen. Er möchte sie dem einfachen Volk zugänglich machen, ungefiltert. Ein gefährlicher Gedanke. In der Kirche des Erfurter Klosters befindet sich das Augustinusfenster. Der älteste Glasmalereizyklus zum Leben des Kirchenvaters. Es steckt viel Augustinisches in Luther. Beide beschreiben ein Bekehrungserlebnis, beide berufen sich auf eine geistgeleitete Bibelauslegung und kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Luther beschäftigte sich ausgiebig mit der Lehre Augustins, besonders mit der Erbsünde, als Rechtfertigung für die Gnade Gottes. Er litt trotz täglicher Bußübungen große Gewissensqual. Seine Hauptfrage war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Der Mönchslehrling sollte ja seine eigene Seele erkennen lernen. Dazu gehört auch zu erkennen, wann man gesündigt hat. Luther übertreibt das. Der Fachausdruck ist Scrupulositas. Er geht buchstäblich jeden Tag beichten, sodass sein Vorgesetzter, der Novizenmeister, schließlich sagt: Nun beichte doch mal richtige Sünden und nicht nur das, was du dir eingebildet hast. Luther hat furchtbare Angst vor dem jüngsten Gericht, vor dem strafenden Gott, der nach dem Tod über den Menschen Gericht hält. Er ist verzweifelt und depressiv. Kein Mensch, denkt er, und sei dieser noch so rechtschaffen, werde je vor Gott bestehen können. Denn jeder Mensch sündigt. Das bedeutet, wenn Gott gerecht wäre, müsste der Mensch in jedem Fall gerichtet und bestraft werden. Weder die klösterlichen Regeln noch seine theologischen Studien vermochten ihn von seinem ausgeprägten Sünden- und Schuldbewusstsein sowie von seiner Heilsangst zu befreien. Die Frage nach einem gnädigen Gott ließ ihn nicht ruhen. Er wusste um seine Unfähigkeit, aus reiner Liebe Gottes Forderungen zu erfüllen und nicht aus Angst vor Bestrafung. Spiritus Sanctus, Sanctus.
Und so zweifelt er auch an der zugesagten Vergebung. Die heilige Rita von Kaschia, Namenspatronin der Ritterschwestern, erfuhr die Gnade Gottes auf andere Weise. Sie lebte im 14. Jahrhundert in Italien und wollte nach der Ermordung ihres Mannes in ein Kloster eintreten. Aus Angst, in die Familienfehde verwickelt zu werden, lehnen die Ordensschwestern sie ab. Erst nachdem es ihr gelang, Frieden zu stiften, darf sie die Gelübde ablegen und widmete sich von nun an den Kranken und den Familien. Das tun die Ritterschwestern noch heute, hier in Würzburg. O Gott, du lenkst mit starker Hand den wechselvollen Lauf der Welt. Machst uns den Morgen mildes Licht, den Mittag voller Glanz erhält. Amen. Schwester Anna Maria, Familienpflege. Ja. Die Kongregation der Ritterschwestern wurde 1911 vom Augustinerpater Hugolinius Dach gegründet. Er erkannte die Hilfsbedürftigkeit vieler Familien, wenn bei Krankheit oder bei Geburten die Mutter zu Hause fehlte. Schwester Anna Maria ist auf dem Weg zu einer Mutter mit zwei Kindern, die ihr drittes erwartet und dringend Unterstützung im Haushalt braucht. Hallo Laura, ich bin die Schwester Anna Maria, grüß dich. Das ist die Lena. Oh, das ist die Lena, grüß dich. Familienpflegerinnen betreuen Kinder, organisieren den Haushalt und übernehmen auch Pflege und Versorgung kranker oder behinderter Familienangehöriger. Echt, wer sind denn da bei uns? Augustinisch ist einfach das, dass wir mit den Menschen leben. Augustinus selber hat ja auch gerne unter den Menschen gelebt. Und unsere Sendung, unser Auftrag ist, für die Menschen da zu sein. Wir haben uns auf die Familie mehr ausgerichtet. Und in diesem Umfeld einfach mit den Menschen zu leben und bei ihnen zu sein und dann auch wirklich zu ihnen nach Hause zu gehen. Und bist du auch manchmal der Arzt? Nein! Es war Augustinus, der seine Brüder immer wieder zur Barmherzigkeit anhielt. Barmherzigkeit als Waffe gegen den Zerfall der Welt und ihre Ungerechtigkeit. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ne? Luther kam 1511 nach Wittenberg. Er wurde als Doktor der Theologie an die dortige Universität geschickt, um Vorlesungen zur Bibel zu halten. Eine Eingebung bei der Lektüre des Römerbriefs brachte ihm die radikale Erkenntnis: Nicht durch gute Werke, sondern durch den Glauben allein kann der sündige Christ gerecht werden und durch Gottes Gnade Heil erfahren. Luthers Rechtfertigungslehre entzog so nicht nur dem Ablasshandel den Boden, sondern stellte auch die Hierarchie der Kirche selbst in Frage. Was ihn umtreibt, ist die Frage, wie ist der Anteil des Menschen am Heilsprozess? Er wird immer skeptischer, gerade unter dem Eindruck der Paulus-Lektüre, dass der Mensch überhaupt etwas machen kann. Und er fühlt sich ungeheuer bestärkt, als er bei Augustin dieselbe harte Position findet, der sagt, es ist eine Sünde, wenn jemand behauptet, wenn ich das tue, was in mir ist, wird Gott seine Gnade nicht verweigern, weil warum ist dann Christus am Kreuz gestorben, wenn ich mich sozusagen selber erlösen kann? Und da wird ihm Augustin ganz wichtig, weil ihm klar wird, ich bin nicht der Erste, der so denkt, sondern im Gegenteil, einer der ganz großen Autoritäten der Kirchenväter hat das genauso gesehen. Das trifft die traditionellen Glaubensvorstellungen der römischen Kirche ins Mark und ebenso eine ihrer größten Finanzierungsquellen. Er wendet sich gegen den Ablass, der Aufschrei ist allgemein. Man fühlt sich betrogen. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Der Ablasshandel war für Luther allerdings nur der äußere Anlass, eine grundlegende Reform zu fordern.
Es ist die Verdrehung des Evangeliums, gegen die Luther in seinen 95 Thesen seine Stimme erhebt. Gegen Kleriker, die mit Gott ihren Schacher treiben. Der kleine Augustinermönch fordert den Papst heraus. Jedes Mal, wenn die römische Seite sich von einem Angriff erholt hat, legt Luther nach. Die Mönche heiraten, die Klöster lehren sich. Das Volk verlangt die deutsche Predigt. Nichts Neues eigentlich, aber jetzt kann es sich durchsetzen. Und so geht es 1521 in Worms gegen den Kaiser. Er hat nicht gesagt, hier stehe ich. Er hat gesagt, Gott komm mir zu Hilfe. Als Luther sich weigert zu widerrufen, ist die Reformation eingeleitet. Und damit nicht nur die Spaltung der römischen Kirche, sondern die Spaltung Europas. Was als religiöser Konflikt begann, erreicht schnell politische Dimensionen. Zu Hilfe kam ihm die Bevölkerung. 90% waren für Luther. Und das sagt der päpstliche Legat. Und 1525, dann um das Ganze zu krönen, heiratet er, versöhnt sich mit dem Vater und führt von nun an eine bürgerliche Existenz. Doch Mönch bleibt Mönch. Und auch seine Frau Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne des Zisterzienserordens, will nicht auf ein Leben im Kloster verzichten. Und so übernehmen sie das inzwischen leere Kloster in Wittenberg und gestalten es zu ihrem Familienheim um. Zwischendecken aus Holz werden eingezogen, Wände getäfelt. Aus großen Räumen wie dem Refektorium, dem Dormitorium oder Skriptorium, wo sich früher die ganze Ordensgemeinschaft versammelte, wurden Kinderzimmer, Wohn- und Esszimmer einer ganz normalen Familie. Es ist eine bunte, aber sehr geordnete Schar. Und bestimmte Züge des konventualen Lebens setzen sich fort. Katharina fungiert als Äbtissin, die das Geld hat und die wirtschaftliche Seite verwaltet. Luther ist eher für den spirituellen Teil zuständig. 1537 führte er die Hausandachten ein, wo es ihm nie gelingt, alle Familienmitglieder an einen Tisch zu bekommen. Aber in diesem Alltag ist doch seine ganze Theologie aufgehoben. Bei Tisch fragt man ihn, was ist eigentlich ein richtiger Christ? Und er guckt auf seinen kleinen Hund runter, der wartet, dass was runterfällt und sagt, wenn wir so beten könnten, wie der Hund auf das Fleisch schaut, dann wären wir Christen. Der Erfolg Luthers erweist sich als vergiftete Gabe. Bald gerät der ganze Orden unter Verdacht, die Reformation zu unterstützen und spielt in Europa kaum mehr eine Rolle. In England erkennt Heinrich VIII. Die politische Chance und sagt sich vom Papst los. Er macht sich selbst zum Oberhaupt der neuen anglikanischen Kirche Englands. Stück für Stück begann er, die Klöster zu enteignen. Zuerst in England, später dann auch in Irland. Das Resultat war verheerend. Nichts blieb übrig. Keine Klöster, keine Schulen. Diejenigen, die eine weitere Ausbildung wünschten, sei es für das Priesteramt oder anderes, mussten Irland verlassen. Allerdings stießen die Versuche, die Iren zu reformieren, auf unüberwindlichen Widerstand. Die irischen Augustinermönche bestanden auf ihrem Glauben und verlegten ihren Sitz nach Rom. Sie gründeten neben der St. Patrick's Kirche eine theologisch-philosophische Hochschule, das St. Patrick College. Der heilige Patrick, der als Missionar im 6. Jahrhundert das Christentum auf die grüne Insel brachte, ist noch immer ihr Schutzpatron. Nur drei Blättchen. Uns wurde erzählt, als der heilige Patrick nach Irland kam und zu erklären versuchte, was Vater, Sohn und der Heilige Geist bedeutete, ein Gott, aber drei Personen, pflückte er eines dieser Kleeblätter und sagte, seht her, hier sind drei gleiche Blättchen und trotzdem ist es eins. Das war seine Erklärung der Dreifaltigkeit. Seitdem benutzen wir es als nationales Emblem.
Es wächst hier neben einer Pflanze, die ich aus Algerien mitbrachte, dort, wo der heilige Augustinus lebte. Inzwischen sind es ganz viele. Wir haben hier also Nordafrika und Irland Seite an Seite. Die beiden Pflanzen wachsen normalerweise nicht nebeneinander, aber hier tun sie es. Auch die Mönche der Augustinerabtei St. Thomas von Altbrünn in Tschechien mussten ihr Kloster verlassen. Erst wurden sie von den Nazis verfolgt, dann von den Kommunisten. Im heute wieder renovierten Kreuzgang waren einst Garagen für Staatskarossen untergebracht. In den Zellen der Mönche Büros der Staatssicherheit. Im Kommunismus war Religion nur Opium fürs Volk. Freiräume wie Klöster, wo Menschen sich einer höheren Macht verschrieben, wurden unterdrückt und verboten. Erst nach der politischen Wende 1989 konnten die Augustiner in ihre Abtei zurückkehren. Abt Ewen Martinetz hatte sich zur Aufgabe gemacht, Kunstgegenstände und vor allem Bücher, die während des kommunistischen Regimes abhanden kamen, weltweit über internationale Gerichte wieder zurückzuerlangen. Da die kommunistische Partei der Tschechoslowakei keine fremde und schon gar keine religiöse Macht im Staate dulden wollte, entlud sich die Verfolgung der Augustiner in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1950. Sie stellten Lastwagen bei den Klöstern auf und drangen dann nachts ein. Miliz, Polizei und Militär. Den Ordensleuten wurde befohlen, innerhalb von 2 Stunden zur Abfahrt aus dem Kloster bereit zu sein. Die meisten kamen sofort ins Gefängnis oder in Arbeitslager. Viele saßen jahrelang in Untersuchungshaft und wurden mit langen, vom Regime inszenierten Prozessen gequält. Das Ergebnis dieser Unterdrückung und Tyrannei war, dass viele Ordensleute und Priester starben. Sie wurden entweder zu Tode gefoltert oder hingerichtet. Andere verbrachten lange Zeit, manchmal Jahrzehnte, in Gefängnissen, in Lagern oder mussten in Uranminen unter Tag arbeiten. Die Geheimpolizei denunzierte die Geistlichen und inszenierte Straftaten, wo immer sich eine Gelegenheit bot. Unter falschen Beschuldigungen zerrte man sie vor Gericht. Große Schauprozesse gegen die Mönche schufen in den Massenmedien eine Hassatmosphäre gegen Orden und Kirche. Während jener Zeit war es offiziell nicht möglich, Mönch zu werden. Auch an den sozialistischen theologischen Fakultäten wurden keine Ordensleute zum Studium zugelassen. Ordensmann in jener Zeit zu werden, war keineswegs einfach, weil der Staat verständlicherweise all diejenigen verfolgte, die nicht linientreu waren. Der Weg zum Ordensmann war der Weg in die Illegalität, in den Untergrund. Es war nötig, dass wir uns so trafen, dass es niemand merkte, zum Beispiel auf Bahnhöfen, in Zügen. Wir besuchten uns heimlich in Wohnungen und Kellern. Auf diese Weise wurden auch Konsultationen und Prüfungen abgewickelt. Jeder, der sich in jener Zeit entschloss, Priester oder Ordensmann zu werden, riskierte ins Gefängnis zu kommen oder vom Regime verfolgt zu werden. Wer zu seinem Glauben stand, würde dasselbe Schicksal erleiden wie einst Jesus Christus. Er würde sich opfern für seine Überzeugung, in der Hoffnung, dass dieses Opfer die Welt irgendwann wieder ins Licht führen würde. Die Kirche der Abtei St. Thomas von Altbrünn wurde inzwischen restauriert und erstrahlt heute wieder im alten Glanz. Das gehört ebenfalls zum Lebenswerk von Abt Martinetz, der alles daran setzt, die große Zeit des Ordens und seine Bedeutung für die Gesellschaft wieder zu erschaffen. Und dafür legte er auch selber Hand an. Gelernt ist gelernt. Der Anblick des Klosters war traurig und auch die Basilika, das Gotteshaus daneben, erforderte kostspielige Reparaturarbeiten.
Gott sei Dank habe ich früher in meinem Tarnberuf im Bauwesen gearbeitet. Daher konnte ich mich mit eigenen Händen an die Arbeit machen und an die Reparaturen. Aber allein seiner handwerklichen Fähigkeit ist es nicht zu verdanken, dass die Arbeiten voranschreiten. Inzwischen ist es ihm auch gelungen, staatliche Gelder für die Erhaltung der Kirche zu mobilisieren. Immer wieder veranstaltet er für Kunsthistoriker, Restauratoren und staatliche Förderkommissionen Führungen und bekommt auch Hilfe. Der 20 Meter hohe Altar konnte in letzter Sekunde vor dem Einstürzen gerettet werden. Der Prior des Würzburger Augustinerklosters, Peter Reinl, trifft sich regelmäßig mit dem evangelischen Pfarrer Günter Breitenbach, um neue ökumenische Projekte zu besprechen. Im letzten Jahr haben sie gemeinsam ein Theaterstück aufgeführt und die Rollen getauscht. Der Augustiner gab den Luther, der Pfarrer den Bischof von Bibra im vollen Ornat. Für dieses Jahr ist wieder ein Projekt geplant. In dem Jahr könnte ich mir bestens vorstellen, die Bibel zu nehmen. Hoppla. Ja, Augustinus, Bibeltheologe. Also von dem her wäre das eigentlich eine tolle Sache, wobei ich es gerne ein Stück aktualisiert hätte. Das heißt, einfach nicht die Bibel als Ruhekissen, sondern Bibel als politisches Buch. Also auf jeden Fall den politischen... Augustinus als Bibeltheologe und Luther als erster Bibelübersetzer hätten sich darüber sicher gut verständigt. Schon der Reformator sagte, wenn Augustinus zur jetzigen Zeit leben würde, würde er zu uns halten. Bruder Peter und ich, wir sind uns begegnet, wir fanden einander sympathisch, wir hatten Lust, etwas miteinander zu machen. Und das hat aber auch zu tun mit der Atmosphäre und mit der Art, wie die Augustiner denken und ticken. Das hat etwas Freiheitliches, etwas Rebellisches. Und manchmal denke ich, die sind evangelischer als unser einer. Wir werden durch die Protestanten in der Zusammenarbeit immer wieder aufgefordert, auch ein Stück Ballast abzuwerfen. Das heißt, von dem, wo wir glauben, wir müssen uns dran halten, ist es einfach sehr, sehr hilfreich, einen freigeistigeren und etwas freiheitlicher Denkenden als Gegenüber zu haben, der einen auch fragt, warum hängst du jetzt hier, warum hängst du da? Und miteinander in eine Zukunft gehen, wo die christlichen Kirchen immer weniger meiner Meinung nach die Grenzen berücksichtigen sollten, als vielmehr das Gemeinsame betonen. Denn die Leute hier vor Ort, denen wird auf Dauer es egal sein, ob hier ein Katholik oder ein Protestant gegenübersteht. Wichtig ist, dass Menschen in ihrer Situation, in der sie stecken, ein Stück Leben, ein Stück Freiheit erfahren können. Auch der Nationalmannschaft hätte Augustinus das eine oder andere zu sagen gehabt. Heißt es doch bei ihm, keiner soll etwas für sich selbst erarbeiten, sondern all euer Arbeiten geschehe gemeinsam und dadurch mit größerem Eifer und mehr Lust, als wenn jeder für sich selbst arbeitet. Oder ihr seid also umso weiter vorangekommen, je mehr ihr um die gemeinsame Sache bemüht seid, statt um eure privaten Interessen. Auf der Pflegestation des Würzburger Augustinerklosters werden keine Tore mehr geschossen. Hier verbringen Augustiner aus verschiedenen Klöstern, auch aus dem Ausland, ihren Lebensabend. Obwohl es oft unruhig war in der Gegend, bin ich trotzdem immer wieder gern zurück, weil ich habe gern mit den Einheimischen zusammengearbeitet. Wir haben Schulen hauptsächlich gebaut. Und das Letzte, was ich gemacht habe, war eine Kirche, die habe ich Fensterhöhe gehabt. Noch kamen wir die Rebellen, haben uns ganz Werkzeug und alles weggenommen, auch die Fahrzeuge. Und somit war es eben dann Schluss. Ich denke oft noch an die Heimat, also was heißt, an die zweite Heimat, zurück. Erinnerungen an ein aktives Leben sind das, was bleibt, wenn der Körper nicht mehr will.
Das Gebot der Brüderlichkeit leitet auch den Gedanken an das Alter. Ordensmitglieder werden innerhalb ihres Klosters, ihrer Ordensfamilie, umsorgt. Sie erleben weiter die Stärke in Gemeinschaft, auch auf dem letzten Stück Weg am Ende ihres Lebens. Professor Meyer vom Zentrum für Augustinusforschung hat noch eine große Aufgabe vor sich. Noch gibt es viel Arbeit an der umfangreichsten Datenbank über den Ordensgründer, seine Werke und sein Wirken. Er ist erst beim Buchstaben I. Und es stehen noch 20.000 Artikel aus, die zu dem großen Kirchenlehrer erfasst werden müssen. Professor Meyer, hier sind jetzt die Abbildungen gekommen. Also müssen wir mal sehen, ob wir das so lassen können. Augustinus war immer mit Freunden umgeben. Dieses Leben mit Freunden, das war für ihn das monastische Ideal. Natürlich ausgerichtet auf das Evangelium. Und immer war es eben die Caritas, die Liebe, die er übte und die er tat. Und das ist einfach eben seine einmalige Größe, die fasziniert bis zum heutigen Tag. Für mich ist der heilige Augustinus ein Mensch mit außergewöhnlichem Intellekt. Ich würde sagen, er ist ein Genie, wie es sehr selten unter uns Menschen auf der Welt geboren wird. Für mich ist er beispielhaft durch seine unermessliche Begeisterung, mit der er nach der Wahrheit suchte. Die Wahrheit über das Leben, die Wahrheit über sich, die Wahrheit über die Gesellschaft. Daher ist St. Augustinus für mich eine sehr interessante Persönlichkeit. Gleichzeitig ist er mir sehr sympathisch, weil er den Glauben oder Glaubenswahrheiten nicht wie ein Familienerbe aufgrund von Tradition oder irgendwelcher Lebensformen übernommen hat, sondern sie sich erst erarbeiten musste. Darin, denke ich, ist er ein Beispiel für jeden Menschen, auch für uns in der modernen oder postmodernen Zeit. In der Abtei von Brünn lebte während der Habsburger K&K-Zeit ein Augustinermönch, dessen Arbeit weltweit Furore machte. Der Österreicher Gregor Mendel, der Vater der Genetik, wie er später genannt wurde. Orden und Kirche ermöglichten dem jungen Hobbybiologen ein naturwissenschaftliches Studium an der Universität in Wien. Im Klostergarten führte er wissenschaftliche Versuche durch. In erster Linie war Mendel Augustiner, gegen Ende seines Lebens sogar Abt des hiesigen Klosters, was er sehr ernst nahm. Er war ein gläubiger Mensch, andererseits seinem Charakter nach auch Wissenschaftler, der sich für das Wesen all dessen, was er in seiner Umgebung sah, interessierte. Deshalb befasste er sich mit der Frage, wie Merkmale von Pflanzen vererbt werden, und entdeckte die Grundgesetze der Genetik. Durch die Mendelschen Vererbungsgesetze und die Erklärungen Darwins zur Evolution ließ sich die Welt durch empirische Forschung erklären. Die Naturwissenschaften konkurrierten plötzlich mit der Theologie. Aus wissenschaftlicher Sicht erschien Gott nicht notwendigerweise in die Entwicklung der Schöpfung involviert. Ein noch heute sichtbares Erbe Mendels ist das Bienenhaus gleich hinter dem Kloster, wo der Augustiner ebenfalls aufschlussreiche Forschungen betrieb. Wir befinden uns hier in Mendels Bienenhaus. Er ließ es auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen und imkerischen Erfahrungen erbauen. Und dieser weitere Raum hier war ein Arbeitsraum, wo Mendel seinen Schreibtisch hatte. Er konnte durch das geöffnete Fenster die Bienen ansehen und ihre Tätigkeit beobachten. Máme plásty, kde je zbytek?
Mendels Bienenhaus dient Wladimir Ptacek heute für den praktischen Unterricht mit seinen Studenten. Doch während Mendel noch versuchte, die besten Kreuzungsmöglichkeiten herauszufinden, geht es heute primär um Umweltprobleme, die das Leben der Bienenvölker bedrohen. Augustinus erklärte die Schöpfung als ein Programm, nach dem sich der Kosmos und die ihn gestaltenden Kräfte entwickelten. Georg Mendel hat sich auf die Suche nach der Wahrheit dieses Programms gemacht. Immer füge hinzu, immer wandere, immer schreite voran, bleibe nicht stehen, kehre nicht um, weiche nicht ab, sagte einst Augustinus. Der Augustinusweg bei Würzburg verbindet das Kloster Messelhausen mit 6 umliegenden Ortschaften, die die Augustiner betreuen. Hintergrund der verschiedenen Stationen sind die Confessiones des Augustinus. Es gibt Phasen im Leben, da sieht man nicht mehr, mit dem Herzen schon gar nicht. Da wird plötzlich alles helle dunkel. In dieser Weite kommt jetzt eine Station, die uns erinnert an die Depression von Augustinus. Er bricht zusammen, hat verloren einen lieben Freund und kann es nicht begreifen. Er hört nicht auf, weiterzugehen. Und das ist die Hilfe des Lebens. Weitergehen, sagt auch Augustinus, immer wieder aufbrechen, auch wenn es manchmal schwer ist. Der Heilige suchte lange nach seinem Lebensweg, gab seine Fehler zu, die ihn geprägt haben. Und so soll auch jeder Pilger zu seinem einzigartigen Lebensweg ermutigt werden. Hier sind wir jetzt bei der schönsten Station. Sie ist mir bei Augustinus sehr wichtig und auch in meinem eigenen Leben. Augustinus steht in der Mitte. Er ist geprägt von den beiden Frauen, ist aber auch, vielleicht spürt ihr es, ganz schön in die Enge genommen, eingeengt. Je nachdem, wie man geht, sieht man einmal mehr die Mutter und einmal mehr die Geliebte. Augustinus wird ja dargestellt mit dem brennenden Herzen. Woher hat er das? Es muss ihm unter die Haut gegangen sein, dass er geliebt wurde